Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem besonderen Let's Play. Ja, Alex, erklär mal, warum wir hier so komisch aussehen oder so komisch reden. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt heute wieder mal ein ganz spezielles Let's Play. Vielen Dank. Müssen wir an dieser Stelle an zwei Institutionen geben, nämlich einmal an Asmodee, die uns hier das Spiel Star Wars Jabba's Palace, ein Spiel, was im Love Letter Universum spielt, was ihr gleich sehen werdet. Und was natürlich noch großartig ist, was man hier auch sieht, wir haben uns wieder in Schale geworfen und da möchten wir an der Stelle Maskworld danken. Die haben uns hier nämlich auf ganz spontane Anfrage die Kostüme gestellt für dieses Let's Play. Da würde ich mich freuen, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr in Berlin wohnt, einfach mal Oranienburger Straße vorbeischaut. Die haben da einen riesen Laden, gerade auch wieder so zu Halloween oder alle möglichen Sachen. Kann man sich hier sowas und auch noch viele, viele andere Sachen holen. Oder ihr schaut online mal maskworld.com vorbei. Also schaut mal, Link ist auch in der Beschreibung. Wunderbar, wir sind also jetzt hier schon voll im Star Wars Feeling und es gibt ein neues Love Letter Spiel. Yeah. Erst vor kurzem habe ich ja auch sowas wie Infinity Gauntlet in meiner Top 5 Marvel Spiele präsentiert und in ähnlicher Aufmachung, jetzt natürlich aber im Star Wars Thema, gibt es das Ganze wieder, kommt hier in so einer coolen Verpackung. Wenn man das Ganze auspackt, ist es wieder in so einem Stoffsäckchen und ihr habt am Ende auch noch die Möglichkeit, ein Star Wars Jabba's Palace zu gewinnen. Im Laufe des Spiels oder spätestens zum Ende gibt es dann auch eine Frage oder eine Sache, die ihr wieder fleißig kommentieren dürft. Und unter all denen, die dann kommentieren, habt ihr wieder eine Woche Zeit. Wir losen dann einen Gewinner, Gewinnerin aus und dann gibt es hier dieses Spiel. In bester Manier, Love Letter mäßig, spielen wir jetzt über mehrere Runden. Im Drei-Spieler-Spiel geht es darum, 5 Siegpunkte zu generieren. Mal gucken, wer das als erstes. Wir hätten diesen. Wir hätten einfach den Java hier nicht an den Tisch holen dürfen. Es ist. Wir wissen eins, Bauteile für alle möglichen Raumschiffe kann man im besten Fall von den Jungs gewinnen. Mal gucken, ob sie hier mit legalen Methoden auch an diesem Spiel teilnehmen werden. Ein Unterschied hier in dieser Variante ist, dass es so Art 2 Fraktionen gibt. Also wir haben einmal Karten, die aus dem Personen aus dem Palast darstellen, sowas wie natürlich Jabba oder auch die lustigen grünen Schweinswächter. Fällt mir gerade auch der Name gar nicht ein von den Typen. Egal, Soldaten halt. Und wir haben Rebellenkarten und ein Hauptunterschied, nämlich man kann natürlich einmal wieder seine anderen Spieler eliminieren, ist auch, dass wir Agenda-Karten haben. Und da würde ich jetzt einfach mal hier das euch mal ganz kurz zeigen. Es gibt nämlich 4 Agenda-Karten. Man hat nämlich die Möglichkeit, wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist, den Gewinner oder die Gewinnerin durch die ausliegende Agenda-Karte zu bestimmen. Und da mischen wir jetzt einfach mal fleißig. Blub, 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 blub. So. Und die Agenda-Karte für dieses Spiel ist Jabba's Hof. Und sie sagt einfach, wer die höchste Summe auf den Palastkarten, die er vor sich liegen hat, der gewinnt. Also jetzt geht es noch mal so ein bisschen darum, vielleicht Karten mit dem Palastsymbol eher auszuspielen oder vielleicht auch hohe Karten auszuspielen, um dann eventuell das Spiel zu gewinnen. Natürlich, großes Ziel ist es, oder vielleicht auch mit am einfachsten, wenn man all seine Gegenspieler vorab eliminiert. Ja, dann klassischerweise, jeder Spieler bekommt eine Karte zum Beginn. Der Spieler oder die Spielerin, die anfängt, zieht eine zweite Karte auf und dann entscheidet man sich unter diesen beiden Karten, welche Karte man ausspielen möchte und handelt den Effekt ab. Wir haben natürlich auch wieder so coole Übersichtskarten hier. Da steht schon mal drauf, welche Karten man haben kann in dem Deck. Und eine Sache noch, damit es nicht ganz so klar ist, wird eine Karte immer noch am Anfang jeder Runde rausgenommen, damit wir das Ganze so ein bisschen nicht alles erraten können. Wer fängt denn eigentlich an? Ja, Siegbedingung ist ja, wer zuletzt jemanden gerettet hat, aber wir können auch mal nehmen. Die Startspielbedingung, ja. Ja, aber vielleicht hat er, weiß ich nicht. Ja, okay. Ich sag mal, du darfst mal eine Karte aufziehen. Ich freue mich denn schon, wenn er
sowas wie den Rancor zieht oder so. Ja, genau. Es gibt die ein oder andere Karte. Okay. Chewbacca. Oh mein Gott, jetzt. Siehst du, jetzt willst du noch, dass ich weiß, was Chewbacca macht, ja? Lasst jemanden mit dem Wert von 4 oder weniger ausscheiden. Also, er will jetzt gucken, ob ich eine Palastkarte habe. Ich scheide aber nicht aus. Also, das bedeutet schon mal, dass er kennt ja die Karte und Melly jetzt auf jeden Fall weiß, dass ich keine Palastkarte habe. Ich tue mal so, als ob ich deine Karte nicht gesehen habe. Ja, alles gut. Es geht ja jetzt hier nicht um Leben und Tod, auch wenn ich persönlich mein X-Wing immer so fliege, als wenn es um Leben und Tod geht. Mhm, sehr gut, okay. Uhrzeigersinn ist in die Richtung. Dann würde ich jetzt eine Karte ziehen, ja? Du darfst jetzt eine Karte ziehen, genau. So, okay. Ich habe mich ja letztes Mal ziemlich selbst verraten, deswegen rede ich jetzt gar nicht mehr so viel, bevor ich eine Karte nicht ausgespielt habe. Also ich stelle fest, dass ich unter diesem Helm gefühlt eher eine Brille brauche, aber es ist auch... Okay, ich spiele R2-D2 und ich möchte die Handkarte eines anderen Spielers anschauen oder alternativ hätte ich auch die zur Seite gelegte Karte anschauen können und ich möchte deine Karte sehen. Du möchtest meine Karte sehen, okay? Du darfst meine Karte sehen. Okay, super. Ja, man will nicht zu viel jetzt spoilern, aber R2-D2 und meine Karte, die freuen sich. Also, ja, dann bin ich jetzt dran. Ja? Ich ziehe natürlich meine zweite Karte auf. Und dann spiele ich meine Karte aus. Das ist insofern jetzt schon mal vielleicht ganz nett, denn es ist eine Palastkarte, eine grüne Karte. Die anderen beiden haben ja Rebellenkarten gespielt. Also es geht schon mal in Richtung Jabbas Hof, Agendakarte. Und das ist das gute, der gute Crump, also dieses kleine Viech, was bei Jabba the Hutt da immer so am Rumbuschen ist. Und ich darf jetzt auch einen anderen Spieler wählen und die Handkarten angucken. Und ich... Freundchen, ich lasse dich sonst hier nicht mehr meinen eigenen X-Wing ausschlafen. Und ich schaue mir jetzt die Karte an. Alles klar. Okay. Und damit geht es auch schon weiter. Der gute Jawa ist wieder an der Reihe. Und wenn er natürlich jetzt nicht die Karte ausspielt, die ich gesehen habe, dann weiß ich auf jeden Fall, was er auf der Hand hat. Ja. Ja. Okay. Han Solo. Er hat Han Solo gespielt. Falls du am Ende der Runde diese Karte auf der Hand hast, erhältst du einen Siegmark. Okay, hat er leider nicht auf der Hand. Hat er nicht auf der Hand, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu gewagt gewesen. Und ihr seht auch schon an diesem Beispiel, es können mitunter auch mehrere Siegpunkte-Chips am Ende einer Runde vergeben werden. Gut. Na gut. Ray. Ah ja, okay. Na gut, ich spiele den Jabba. Das sind auf jeden Fall für die Agenda schon mal fette 8. Fette Punkte. Und fette 8 Punkte. Ich wähle dich, der hoffentlich immer noch seinen Rebellen auf der Hand hat. Naja, okay, ja, sehr gut. Hast du doch gerade eben das gezogen wahrscheinlich, oder? Ja. Was soll ich sagen? Ja, ich habe natürlich C3PO auf der Hand. Ja, kennt ihr natürlich auch. Ja, schön wieder Droiden ausschlachten. Okay, ja, ich bin jetzt, also ich lege die Karte hin, dass das auch noch sichtbar ist. Ich bin jetzt raus für die Runde. Ich habe auf jeden Fall keinen Anspruch erstmal auf Siegpunkte. Das heißt, der gute Java darf weitermachen. Mann. Naja, dafür sack ich einfach nächste Runde ein paar Siegpunkte ein. Der Bib Fortuna. Bis zu deinem nächsten Zug kannst du von anderen Spielern nicht zum Ziel ihrer Karteneffekte gewinnen. Ja, das ist ja sehr clever in einem zwei. Was irgendwie natürlich, das ist jetzt vielleicht nur ein leichter Spoiler, wenn er die ein oder andere Star Wars Comic gesehen hat, aber vielleicht ansonsten natürlich auch Boba Fett. Beide Bib Fortuna. Ja. Bib, der natürlich Jabba da hat ablöst, ne? Kurze Zeit auf dem Thron sitzt, nicht für lange. So. Okay, der Jabba ist jetzt nicht mehr geschützt, aber Ray wäre geschützt. Wählt eine Wächterkarte. Und nenne einen Wert, ja. Ja gut, das braucht er jetzt quasi nicht nennen, weil
Grey sowieso geschützt ist. Also du spielst sie einfach aus. Aber müsste ich dann trotzdem sagen, dass ich da eigentlich drunter fallen würde? Nee, du kannst da nicht anvisiert werden, deswegen. Okay, na gut. Mache ich jetzt einfach mal hier als Staffelrot-Leader. Das ist aber schwierig. Stellt sich mir die Frage, ob Veg Antelles eigentlich auch gerne Vegetables isst. Ja, das ist natürlich so ein Problem hier. Wenn man nicht mehr mitspielt, dann kann man die anderen so ein bisschen ablenken. Ne? So, ich spiele jetzt einfach mal hier ihn hier. Wähle einen anderen Spieler, nimm seine Handkarte und leg sie vor dir ab. Boba Fett. Okay, das heißt, ich lege sie hier ab und der Effekt wird ja ausgelöst. Nee, der Effekt wird nicht ausgelöst, aber die zählen natürlich jetzt in die Agenda quasi rein. Und jetzt müsste Jabba zwei Karten nachziehen. So sieht's aus. Der gute Lando ist gespielt worden. Tausche deine Handkarten. Mal kurz gucken, was habe ich hier? Ja, du solltest dir merken, was du auf der Hand hattest. Okay. Ja, er muss nicht, er darf tauschen. Er will also nicht tauschen. Okay, verstehe. Ja, dieses... Man kann sagen, in der Gruppe sind sie stark und alleine sind sie so ein bisschen auf verlorenen Posten gefühlt, aber herrlich. Okay, ich spiele den Wächter und sage, es ist eine 2 auf deiner Hand. Und, was hat er auf der Hand? Es ist keine 2, sagt er, also zeigt sie nicht. Okay, dann geht's hier weiter. Weil das der Stapel leer ist, sieht gut aus. Ja, dann sieht es natürlich erstmal wirklich ganz gut aus. Schau dir seine Handkarte an. Okay, Rancor. Alle Spieler mit der niedrigsten Karte scheiden aus. 1, 2, 3. Sehr gut, ja, also der gute Rancor hat jetzt den Söldner aufgefressen. Damit ist egal, was auch immer die Agenda-Karte sagt. Ray, du bekommst einen Siegpunkt. Hättest du jetzt noch, aber es war ja nicht der Fall, Han Solo auf der Hand gehabt, na, dann hättest du jetzt noch einen zweiten Siegpunkt bekommen. Hast du aber ja nicht. Na, das war ja die Spezialfähigkeit von Han Solo. Mhm. Okay, dann hast du jetzt einen von, um dieses Spiel zu gewinnen, 5 benötigten Siegpunkten bist du schon mal vorbei. Die Agenda bleibt gleich, na, für dieses Spiel, das ändert sich nicht. Mann, diesmal heißt es nicht als Erster rausfliegen. Man muss ja auch immer so kleine persönliche Ziele sich setzen. Ne? Viel Erfolg. Ja, die bleibt liegen für das Spiel. Ja. So. Gibt es hier eine Karte wieder raus? Wieder eine Karte für euch. Durch die gut an. Jetzt startet, glaube ich, der zuerst rausgeflogen ist. Klar machen wir das so. Der Spieler, der als erstes in Lichtspeed unterwegs war. So. Okay, dann ziehe ich jetzt meine zweite Karte. Okay. Und ich spiele den guten R2D2. Erinnert euch vielleicht ja noch, ich könnte mir die weggelegte Karte angucken. Oder aber die Karte eines anderen Mitspielers. Ray, ich möchte deine Karte gerne sehen. Okay, wunderbar. Mhm. Dann geht's weiter, du alter Wüstenbewohner. Da ist Boba Fett, wird da gespielt. Okay, die wird wieder ausgelegt vor dir. Ja. Das heißt, und du ziehst jetzt gleich eine nach. Nee, du bist jetzt dran. Ich bin dran. Du ziehst eine nach. Der gute Jabba hatte vergessen, seine zweite Karte zu sehen. Er war so dabei, Boba Fett auszuspielen. Okay. Das ist schon voll drin.
Okay, ich schütze mich mit Bib Fortuna. Ja, super. Jetzt zieh mal nach hier. Ich spiele einen Wächter, ja. Und da Ray jetzt durch Bib geschützt ist, kann ich natürlich nur den guten Java da drüben angreifen. Und, tja, mit diesem Wert auf der Hand hat ich, sage mal, du hast die, hast eine 3 auf der Hand. Ah, schade, damit ist er eben schon rausgeflogen. Hätte ja sein können. Gut, dann geht's weiter. Oh, der Rancor. Okay, jetzt, okay, der wird 1. Mit 1, oh mein Gott, ich bin tot schon mal. Ich hab, wenn Ray jetzt auch einen Wächter mit der 1 gehabt hätte, dann wären wir beide auch. Aber mein Ziel war doch, länger zu überleben. Oh, nein. Ich sehe das. Nicht ernst gemeint hier. Ich spiele Chewbacca. Hast du einen Palast niedriger als 4 auf der Hand? Also eine grüne Karte. Also 4 oder weniger, ja, dass das klar war. Nicht unter 4, sondern die 4 wäre auch, hätte auch gegolten. Anscheinend nicht. Also jetzt muss er deine. Die hat er anscheinend gerade eben erst gezogen. Wähle einen Spieler und vergleicht eure Handkarten. Wer von euch den niedrigeren Wert hat? Ja, das ist natürlich. Das ist, er muss das natürlich übersetzen, ne? Weil die Karten sind in Deutsch. Schwierig. Für ihn. Jetzt, also wir haben ja die 3 Wähle einen anderen Spieler und nenne einen Wert, falls jener Spieler eine Karte mit diesem Wert auf der Hand hat. Scheint. Warte mal, aber jetzt haben wir ihn beim Cheaten erwischt. Ja? Weil du hast ja Chewbacca gespielt. Ach nee, er hatte die 1 und das ist doch nicht. Alles klar, das ist ja keine Palastkarte. Du sagst eine 3? Nee, hab ich nicht. Okay, und falls nicht, macht er das gleiche mit dir. Warte, was war das? War das eine 3? Ja, das war eine 3. Das friert er jetzt schon wieder mit da rein. Das war eine 3 Söldnerkarte. Sehr gut. Sehr gut. Da ist der Cheat drin. Bestens. Da hat er sich selber. Ja, ehrlich. Ja. Ja, da wollte ich dem guten Java zu Unrecht beschuldigen. Das tut mir natürlich total leid. Irgendwie, wir müssen jetzt hier mal. Wir müssen hier mal gegensteuern. Ray. Ja, alle gegen Ray. Alle gegen Ray, ja? Gegen die taffe Frau. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich eigentlich meinen Helm nicht absetze. Frage ich mich gerade. Also. Fühlst dich einfach wohl. Cooler, sicher. Ja. Na, ich höre hier auch gerade noch zu, hier, was so für Kommunikation reinkommt. Vielleicht teile ich diesmal die Karten nicht aus. Das hat sondern mir irgendwie nicht so Glück gebracht. Ja, schmeiß mal eine weg, ja, und dann. Fängst du auch wieder an. Ich fange auch wieder an, ja. Es muss jetzt eine ganz glückliche Handkarte hier werden. Die Macht ist mit mir und auch ganz groß. Ich spiele Luke Skywalker. Und die Karte sagt, ich darf jetzt einen anderen Spieler benennen. Und wenn der oder die eine Palastkarte auf der Hand hat, schwupps, dann ist der oder die Spielerin raus. Ich bin Ray, ich bin Rebelle. Jetzt sind hier Mindgames in der Schmatte. Java, du hast eine Palastkarte. Ah, Mann, ey, ich hab mich hier auch noch einlullen lassen von Ray. Na, ich habe hier auch keine Palastkarte auf der Hand. Palastkarten gibt es übrigens mehr im Deck. Ich glaube, so um die 12. Die Rebellenkarten sind, glaube ich, nur 7. Also. Ja, okay, die muss er jetzt also gerade gezogen okay, haben. Fortuna schützt dich damit. Er muss also jetzt eine Rebellenkarte auf der Hand haben, Ray. Ja, das nur mal so als Hinweis. Er muss eine Rebellenkarte, ja, das ist richtig, aber ich wähle dich. Hallo, aber wenn er jetzt eine Rebellenkarte auf der Hand hat, sind doch die Zahlen, die du raten kannst, viel weniger. Ich möchte gerne diese Karte spielen gegen dich. Wähle einen anderen Spieler und vergleicht eure Handkarten. Wer von euch den niedrigeren Wert hat, scheidet aus. Ich wurde quasi. Ja, mit 2. Mit 2 ist schon. Sehr schön. Ich werde gleich meinen Helm nehmen und Wolli hier durchs Zimmer schießen. Gleich, okay?
Mann, ich hatte Luke, wie kann man denn... Na gut. Du hast aber auch noch keinen einzigen Punkt gemacht. Ich weiß gar nicht, dass du dich da so freust. Da wird jetzt auch ein Söldner gespielt und wieder Handkarten. Ich hätte ja sagen können, sie hatte nämlich Jabba. Jabba der Hutt. Die gute alte Hutte. Ja, Lea. Ich beherrsche den Palast eindeutig. Ich würde sagen, Lea hatte halt nicht ihren Thermaldetonator dabei. Ja, also irgendwie, dass du jetzt die Karten ausgegeben hast, hat jetzt nicht viel... Das finde ich gut, das sollte ich nochmal machen. Ja. Und dann ist das Spiel auch schon fast vorbei. Du hast jetzt schon drei Siegpunkte, kein anderer. Also ich bin der wahrscheinlich mit linken Händen X-Wing fliegt und... weiß auch nicht. Du bist der größte Jabba, den es je gesehen hat. Es ist wahrscheinlich, vielleicht hatte ein Jabba und ein Wookie zusammen eine Affäre. So, jetzt aber... Jetzt muss es, ich spür's. Möchtest du lieber entscheiden, wer anfängt? Nee. Das ist so nicht, ja. So ja wohl nicht. Okay, gut. Dann spiele ich jetzt mal die gute Lea Organa. Die sagt nämlich, ich ziehe jetzt, als ich die ausgespielt habe, ziehe ich jetzt zwei Karten. Und die drei Karten, die ich jetzt auf der Hand habe, davon darf ich jetzt eine auf der Hand behalten. Und die anderen beiden werden in beliebiger Reihenfolge wieder abgelegt. Ja, unter den Nachziehstapel. Genau. So, okay. Ich behalte eine Karte. Das hätte auch die... Unter den Nachziehstapel. Ja, das hätte auch die Karte sein können, die ich schon hatte. Oder halt eine von den anderen beiden. Ja, so. Weiter geht's da drüben. Da ziehst eine Karte. Das heißt, du bist... Okay. Ihr spielt Jabba. Ja, Jabba hätte jetzt den Spieler mit einer Rebellenkarte rausgehauen. Ray hat also keine Rebellenkarte auf der Hand gehabt. Mal gucken. Vielleicht hat sie jetzt ja eine Rebellenkarte gezogen. Ich schütze mich einfach. Okay, dann ziehe ich hier erstmal. Dann spiele ich einen Wächter. Und da Ray ja geschützt ist durch Bib, muss ich da drüben bei den Jabba fragen. Und ich sag mal, hast du die 4 auf der Hand? Das sind die großartigen Momente, ja. Wenn man mit dem... Ja, was soll ich sagen? Dafür komme ich gleich in die Müllpresse wahrscheinlich. Okay, einer ist schon mal raus. Okay, jetzt heißt es noch... die hier und ich nehme deine Karte und lege sie vor mir ab. Oh mein Gott, du hast Boba Fett gespielt und du kriegst nochmal Boba. Noch ein Boba Fett. Boba Fett. Und das ist Fett? Natürlich jetzt ziemlich haarig, weil das sind jetzt schon mal gerade 14 Palastkartenpunkte. Also ich habe jetzt wahrscheinlich nur die Chance, Ray auszuschalten. Es ist aber auch irgendwie fies, weil du hast die Macht und ich habe einen Astrodruiden, der manchmal nett ist zu mir. So, aber ich ziehe natürlich nach, weil ja die Karte weg war und jetzt bin ich dran. Die zweite Karte, jetzt muss es einfach. Gut, ich spiele R2-D2 und ich schaue mir deine Karte an. Mann, ey! So ein bisschen habe ich mich jetzt gerade geärgert, als ich die Karte gesehen habe. Mal gucken. Hast dich geärgert. Ja, ich weiß, das eigentlich sollte meine Klappe halten hier bei diesem Spiel. Ja, dann ist es, glaube ich, jetzt sicherer, den abzuwerfen. Ja, der Han Solo ist abgelegt worden, also kein extra Siegpunkt. Sonst hättest du gewinnen können, wenn du ich jetzt... Ich weiß, ich wollte das auch, aber nicht auf dieses Risiko. Habe ich dir Angst gemacht. Ja. Ja? Ich schon eine gruselige gemacht. Farbe, die du da hast. Ja, ich spiele hier wieder den Crump, dieses kleine... Ich wollte sogar sagen, dass du eine 2 auf der Hand hast. Und zeig mir mal deine Karte, die du jetzt hast. Oh Mann, ey. Na dann, weiter geht's. Spielst du die Karte, die du eben mir gezeigt hast? Ja, würde ich tatsächlich gerne machen. Und ich sage, dass du eine
eins auf der Hand hast. Okay, sie spielt den Wächter. Das heißt, du denkst, dass ich C3PO oder auch oder eine Wächterkarte habe? Ja. Nee, der andere Wächter ist hier? Ja, ich sag, also kannst du nur C3. Du nee, ich hab ich nicht auf der Hand. Schade. Das war... Ach so, jetzt habe ich die ganze Zeit... Na gut, gucken wir mal. Ich spiele jetzt nämlich den Söldner. Und jetzt vergleichen wir unsere Karten. Und ich habe die 6. Bestens. So. Back in Business. Hat sich doch auf meiner Pilotenschule hat sich eins gezeigt. Man darf nicht aufgeben. Ja. Ja. Und jetzt wird um Geld gespielt. Um Palastgeld. Um imperiale Kredit. Jetzt muss ich hier noch so ein Champagne. Das heißt, starten. Der Jabba fängt jetzt an. Ja. Aber ich meine, es gab trotzdem eine schöne Möglichkeit, wenn du gewonnen hättest jetzt noch mit der extra Han Solo Punktekarte, dann hättest du das Spiel gewonnen. Ja. Freue ich mich auch ein bisschen, dass ich das verändern konnte. Aber die Option besteht natürlich auch jetzt. Außer du hast Han Solo hier abgelegt. R2D2. Okay. Das heißt, ihr schon mal was Ray hat. Mach mal was. Ich schütze mich. Also, Pip ziehst du ja hier andauernd. Der ist gut. Der ist ja auf jeden Fall. Boah, das ist jetzt so ein bisschen... aber das ist vielleicht gut, um das mal zu zeigen. Jedenfalls ist die Regel da sehr klar. Jetzt wurde ja Bib Fortuna gespielt. Mm. Mit Bib Fortuna ist man aber nur so gegen so direkte, so vergleiche die Karte oder das den Wert. Ich habe nämlich den guten Rancor und der betrifft alle Spieler und Bib Fortuna, jedenfalls laut Anleitung, schützt vor dem Rancor nicht. Deswegen zähle ich jetzt mal, also alle, die eine 1 haben würden, gefressen werden. Eine 2, ja. Tot, eine 3, tot. 4. Das ist Lando Calrissian. 4. Ja, okay. Man kann sich nämlich auch selber fressen. Ja, also. Man sollte den Rancor nicht ausspielen, wenn man auch eine 1 zum Beispiel auf der Hand hat oder so. Gut, Ray. Ja. Das war's. Also, mein Rancor hat Lando gefressen. Dann darfst du weitermachen. So, jetzt heißt es einfach mal den Jabba da ausschalten. Vielleicht, ich muss eigentlich ja nur so ein Stück Altmetall in die Ecke werfen, so abgelegt. Oh, 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 was liegt da? Er legt den Söldner, wir vergleichen Karten, können wir hier mal reinziehen. Ja, aber auf der Hand, okay, dann. Er ist nur, guckt ihr, dass er auch nur einen nimmt? Ich glaube, ich habe nur einen gesehen. Okay. Er hat vielleicht noch einen im Ärmel, aber das könnte natürlich sein. Da ist mir alles zu. Man muss sagen, der treibt es unnötig in die Länge hier. Also diesen Punkt, den hätte er auch mir. Also ich habe den eigentlich verdammt. Ich wollte eher sagen, also da hättest du mich ja gerade mit Han Solo gewinnen lassen sollen. Oh nein. Oh nein. Oh, ich muss mal kurz ans Telefon, ans Helm in ihr Telefon gehen. Wow. Aber jetzt darfst du anfangen. Das ist gut. Okay, ich mache euch direkt im ersten. Mit der ersten Karte wird es schon geschehen. Ja. Also ich sag mal so ein Rancor, erste Runde. Wir nur irgendwie die gleiche Zahl auf der Hand. Könnte passieren. Hoffen wir mal nicht. Du hast bestimmt eine Rebellenkarte auf der Hand. Du meinst mich, ja? Kannst du mich mit Sergeant ansehen? Sergeant! Nein, ich habe Sergeant keine, Orange! Ich habe keine Rebellenkarte auf der Hand. Schade. Man muss übrigens auch die Wahrheit sagen, ja. Falls das unklar vielleicht für den einen, vielleicht für den Ja, aber unklar. Man muss die Wahrheit sagen. Ach so, deswegen habe ich die ganzen Punkte. Nee, nächster. Aber immerhin 8 Punkte für die Agenda. Ich habe den Wächter und sage mal, du hast die 3 auf der Hand. Nee. Okay. Glück gehabt. Kann natürlich immer gut im Raten sein. Ich bin mal gespannt, was da drüben jetzt ausgespielt wird. Dieses kleine Vieh wieder, den Crump.
Du willst meine Karte? Ich gebe die mal rüber. Kannst du die mal anschauen? Na gut. Ja, Agenda-punktemäßig liegt Ray vorne, aber bis jetzt kam es noch nie dazu, dass wir die Agenda gewertet haben. Passiert halt erst, wenn der Stapel, der 80-Stapel leer ist. Du hast eine 4. Eine 4? Sergeant. Nee. Ich habe, ohne dass das jetzt meine Karte spoilert, ich habe natürlich in der Piloten-Academy immer nur Einsen geschrieben. Aber so. Tja, das ist jetzt. Ich spiele mal den Söldner. Ja, und der Söldner lässt dir wieder Karten vergleichen und ich vergleiche mal mit dir, Ray. Tadam. Ich habe R2D2 rausgehauen, also meine Karte muss größer als 2 gewesen sein. Das vielleicht noch als Hinweis an den netten Herr in Kutte da drüben. Okay. Also 1, 2, 3. Lando ist gefressen worden. Und dann, oh, was? Und der hat auch noch die Han-Solo-Karte. Oh, damit zieht er gleich auf Ray. Er hat also jetzt dann auch noch 3 Punkte gegen 1. Also, er hat jetzt spannend gemacht. Erstmal aus dem Hinterhalt nochmal aufgepasst. Also, das ist natürlich ein schönes Comeback. Weil, also, man muss auch sagen, man darf einfach diesen Wüstenvölkern nicht vertrauen. Wer fängt an? Das Problem ist, dass ich meine Schlüssel für den X-Wing verwendet habe. Also wenn ich ihn verliere, dann muss ich nach Hause laufen. Das ist auf jeden Fall kacke. Okay. Der Jabba, der hat einen Rebellen. So schnell kann es gehen, aber hat dann doch nicht geklappt. Und ich will mich jetzt auch mal schützen lassen. Bib Fortuna, ich bin jetzt vor direkten Angriffen geschützt. Da. Ja, dann der Crump wieder. Handkarte anschauen von Ray. Gucken wir mal, was hier... Die hat er gerade gesehen. Ach so, da hat Angst gehabt, da hat Ray Angst gehabt. Im Spiel tanzen so aus. Mann. Dafür ist das Spiel noch nicht fortgeschritten genug. Ich spiele Luke Skywalker aus und sage, dass du eine Palastkarte auf der Hand hast. Ja, ist richtig. Damit bist du raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Jetzt hat der immerhin kann der Jabba nicht wieder so eine 2-Punkte-Aktion machen, weil ja Han Solo gerade schon raus ist. Du willst meine sehen oder du kannst doch die Versuch sehen. Ja, okay. War ein netter Versuch. Okay. Dann lasse ich mich hier schützen. Das ist auch die Karte, die er gesehen hat mit Bib Fortuna, deswegen lege ich die auch ab. Chewbacca. Was? Eine Palastkarte, die 4 oder weniger hat? Nee, hab keine Palastkarte. Hättest du ihm das sagen müssen, wenn du geschützt bist? Ach, da ja. Ah, ja, stimmt. Ah. Ja, da hast du vollkommen recht, Ray. Da wollte er diese kleinen falschen Tricks da. Ja, ich hätte natürlich gar nicht darauf reagieren Nicht drauf müssen. Einlassen. Aber so ist es manchmal. Tja, was soll ich sagen? Ach komm, machen wir doch mal ein bisschen Risiko. Ich spiele C3PO und jetzt darf ich ja raten und falls ich falsch rate, darfst du raten. Ne? Ich guck mal, was hier so liegt an Zahlen. Es gibt. Ich sag, du hast eine. Eine 5 auf der Hand. Okay. Tja. 2? Nee, hab ich Glück gehabt. Ja.
Das ist natürlich das Miese ist, wenn es jetzt in die Agenda geht, jetzt hat er sich auf 12 Punkte hier vorgemogelt gegen 8 und hier sind nicht mehr ganz so viele Karten drin. Eieieiei. So, was haben wir denn hier? Okay, dann spiele ich mal Lando Charisma. Ich darf mir die Handkarte angucken und ich darf die auch tauschen, wenn ich möchte. Und ich tausche die auch mal. Damit kennt er natürlich meine Karte, weil das war ja die, die er eben hatte. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er keine Karte zieht, mit der er, also so ein Wächter. Wenn er jetzt einen Wächter zieht, da zieht er auch den Wächter. Und hat er sich die merken können? Hat er sich merken können, welche Karte er eben hatte? Anscheinend nicht. Gut, dass ich auf das Kurzzeitgedächtnis der Javas vertrauen konnte. Das war übrigens die Karte, die du vorher hattest. Oder er macht es nur besonders spannend. Okay, ja, lass mir jetzt mal gelten. Aber er hat kurze Zeit, hat er zwei gezeigt. Und dann schiebt es nur die drei Freier. Ich hatte natürlich die drei. Mann. Oh, jetzt müssen wir nochmal nachlegen. Jetzt hat er sich da vorgemogelt, ey. Jetzt kommt mein Comeback jetzt hier einfach. Kurz mal noch eine Han-Solo-Karte aus dem Ärmel geschüttelt und dann drei Punkte in der Runde gemacht. Drei Punkte? Naja, weil ich zwei Han-Solo und auch auf der Hand hatte. Jetzt werden alle Regeln gebrochen. Na gut. So, Ray darf wieder anfangen, ne? Ja. Ich hab das schon. Es hat so gut angefangen. Ja, es hat wirklich gut angefangen. Die kommt hier weg. Es hat so gut angefangen und bei mir hat es nicht gut angefangen, nicht gut zwischendurch und am Ende wurde es auch nicht toll. Wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht hier. Ich spiele Leia, ziehe zwei Karten, behalte eine und lege die zwei anderen in einer beliebigen Reihenfolge. Oh, das könnte natürlich. Jetzt hat sie natürlich die Möglichkeit, Han Solo eventuell zu ziehen, ne? Und den auch dann zu halten. Ja, er braucht nur noch einen Punkt da drüben. Mann. Okay. Dann spiele ich mal einen Söldner und wir vergleichen unsere Handkarten. Der mit der niedrigen ist raus. Da hat er schon wieder die Han-Solo-Karte gehabt. Hätte er ja an sich nicht gebraucht, aber das ist natürlich jetzt... hätte ich auch mit einer 1 gewinnen können. Mhm. Aber ob ich so ausgefuckt bin, war mein zu bezweifeln. Ich glaube auch. Ja. Ich bin ein offenes Blatt. Ja. Du hast einen Palast auf der Hand. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe Jabba the Hutt auf der Hand. Wow. Luke Skywalker hat mich mal kurz mit dem Lichtschwert. Wow. Ray ist zurück. Okay. Ray ist zurück. 4-4 da drüben und ich habe so einen Ehrentreffer. Ich muss mich ja konzentrieren. Ich muss ja dabei auch noch, weiß nicht, Raumkarten studieren, fliegen. Und was sind Siegpunkte, wenn man hier die Galaxie bereisen kann? Mann, ey, das gibt's doch nicht. So, Java fängt an. Ja. Irgendwie, also ich habe als erst, also die Runde davor habe ich dich rausgehauen und dann hat er mich da drüben nackig gemacht. Diesmal ist andersrum. Was ist denn jetzt schon wieder los? Java. Ah, ich habe keine Palastkarte. Nee, es gibt Rebellenkarte. Entschuldigung. Du hast gar keine Karte. Ich habe gar keine Karte. Ich habe eine Rebellenkarte, würde ich sagen. Entschuldigung. Ja. Na gut. Jetzt muss ich hier mit allen Tricks arbeiten. Übrigens, ich habe jetzt meine X-Wing-Flüge in Kampfposition. Ich war vorher, vielleicht war ich einfach nicht richtig eingestellt. Ja, dann hast du hoffentlich eine Palastkarte unter 4, mit 4 oder weniger. Also, nee, Jabba ist... Was? Chewbacca, meine ich. Jabba? Jabba, fast Jabba, Chewbacca. Nee, ich habe eine Karte, die ist höherwertig. Na gut. Mhm. Na gut. Und hier auch irgendwelche... Die habe ich übrigens gerade erst gezogen, ja? Wirklich? Ich schütze mich. Mhm. Diesmal muss ich auch darauf achten, dass ich mich auch wirklich hier nicht wieder hinreißen lasse. Was wird da gespielt? Oh, Wächter. Mich darfst du nicht an.
Zwei? Nee. Sind immer die besten Momente, wenn man mit so einer Wächterkarte richtig riecht. Ich möchte auch geschützt sein. Ah, gut. Damit ist Bip jetzt auch raus aus dem Spiel. Ich spiele aber den Rancor. Eins, zwei, drei. Ah, so jetzt. Jetzt muss ich gewinnen, sonst habe ich den da drüben zum Sieger erklärt. Stimmt. Und gewinnen ist irgendwie nicht meine Stärke hier. Fliegen schon. Was ist denn jetzt? Was wieder? Was wieder? Er will angucken, Lando. Den charismatischen. Und er könnte tauschen. Oh, Scheiße, und jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht und mir meine Karte wieder nicht gemerkt. Dann spiele ich mal Boba Fett aus und da kommt die Handkarte und die wird ausgelegt vor mir. Ja, da ist nämlich beide Boba Fett-Karten. Da bin ich jetzt also schon mal wieder safe. Ja, jetzt wäre es mal cool, in die Agenda-Phase, also Auswertung zu kommen. Er hat aber auch so ein Schwein, also er hat C3PO gespielt. Er kannte die Karte, die ich auf der Hand hatte. Er hat null gespielt. Und damit. Er hat gewonnen, der Schrotthändler. Ich will es gar nicht. Also da habt ihr ja mehr gemeinsam, ne? Du als Schrottsammlerin und also. Ja, ich sammle, er händelt. Er händelt, ja, so macht man es. Ach, Mann. Ja, also ihr habt es gesehen, das ist Jabba's Palace, ein Love-Letter-Spiel im Star-Wars-Universum. Hat auf jeden Fall, wie ich finde, nette thematische Ansätze, spielt sich auch schon auch ein bisschen anders. Jetzt sind die Agenda-Karten bei uns nicht ganz so zum Tragen gekommen, aber wenn man natürlich, das Ganze ist ja bis 6 Spieler spielbar, kann es schon sein, dass das eher ein bisschen passiert. Und wir waren auch mal kurz davor und gerade die Sache, dass man auch sich mal so 2 Siegpunkte holen kann, ist auf jeden Fall ganz aufregend, auch wenn ich dieses Gefühl, also ich habe es nur sehen können, wie das funktioniert. Ihr habt aber natürlich noch die Möglichkeit, ein Jabba's Palace hier zu gewinnen. Und wir haben uns im Vorfeld mal ausgedacht, uns würde ein bisschen interessieren, was ist denn vielleicht euer Lieblingsspiel im Star Wars-Universum? Also Jabba's Palace ist sicherlich hier eher der kleinste Vertreter dieser Riege, aber mittlerweile gibt es ja vielleicht doch das ein oder andere Spiel, ich sag mal sowas, ich denke, ich würde wahrscheinlich so Star Wars Rebellion aufschreiben, gerne auch mit Erweiterung, aber schreibt ihr mal in die Kommentare, welches aktuell euer Lieblings-Star Wars-Spiel ist. Und unter all denjenigen, die da fleißig kommentieren, wird dann ausgelost. Das Ganze ist eine Woche gültig. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall Glück. Ich muss jetzt nach Hause laufen. Vielleicht kann ich noch so einen, keine Ahnung, so einen A-Wing-Piloten überzeugen oder. Ich wollte auch schon immer mal B-Wing. Wir laufen gemeinsam. Ja, okay, wir laufen gemeinsam. Ja, stimmt, du hast auch kein Schiff. Gut, also der Jabba fliegt gen Horizont. Schön, dass ihr dabei wart. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.